geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und heute muss ich tatsächlich mit Timmy reden, weil ich hab's nicht ganz unter Kontrolle, die Höllenkrieger zu befehligen. Das hat Timmy irgendwie ein bisschen besser drauf mit den Holzköpfen. Allerdings scheint Timmy jetzt gerade auch nicht wirklich online zu sein. Zugegeben war ich für den heutigen Tag auch lange offline, also ich hatte ein bisschen zu tun. Aber ja, Freunde, ich glaube, ich kann das einfach nicht mehr alleine machen. Also ich muss Timmy irgendwie davon überzeugen, dass wir zusammen wieder Anführer sind, aber ich weiß nicht, ob der das auch zulässt, weil ich meine, er macht ja alles für Mooney, bla bla bla, ne, ihr kennt die Geschichten und er will ja immer alleiniger Herrscher sein und alles drum und dran, aber ich glaube, es wäre einfach sinnvoller, wenn wir beide Herrscher wären, also wenn wir ein Duo-Anführerteam wären für die Höllenkrieger, weil er hat auf jeden Fall die Holzköpfe im Griff und kann gut Pläne schmieden und ich habe die ganzen Connections und bin das Brain und kann halt eben alle so ein bisschen zusammenhalten. Ich glaube, das wäre schon wichtig, wenn wir das so machen. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis Timmy irgendwie online kommt. Da weiß ich natürlich nicht, wie lange das braucht, weil vielleicht ist er ja so geknickt und kommt gar nicht mehr online und hat jetzt die Insel verlassen. Das weiß ich ja nicht. Aber gut, um die Zeit ein bisschen verstreichen zu lassen, hat der Alpha-Steinchen letztens einen sehr guten Plan mit mir durchgesprochen, weil die große Krabbe in Alpha Town ist ja immer noch da und sie ist ja vom Pischta, der Verräter. Und er hatte den Plan, dass wir die große Krabbe jetzt einfach endgültig mal wegschmeißen. Und ich fand das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Darum fliege ich da jetzt mal hin und guck mal, ob da vielleicht auch jemand ist. Ich glaube, Steinchen meinte, dass er irgendwie schon da ist und so. Und der bereitet alles vor, aber er will es nicht ohne mich machen oder so, Freunde. Deswegen gucke ich jetzt mal, wo Steinchen ist. Und wir sprengen die große Krabbe, Alter. Was willst du? Hey! Was machst du? Was sind das für geile Skins? Ja, was das für geile Skins sind? Das sind die Höllenkrieger, richtig? Hier, Alter. Was glaubst du eigentlich? Was wollt ihr hier? Wir wollten die große Krabbe sprengen. Weil Bro, guck mal, du hast die große Krabbe schon wieder ganz gemacht. Bro, das ist ein Schandfleck, weil es von dir ist. Checkst du das endlich, oder was? Bitte lass mich damit in Ruhe. Ich will nicht, was? Du bist in Alpha Town und die große Krabbe haben wir nicht genehmigt. Richtig. So schaut es nämlich aus. Warte mal kurz. Ja, Pischer, wir machen so, du gibst uns die große Krabbe und dann darfst du hier bleiben. Du schenkst sie uns. Oder du zahlst ein paar Stacks Dia-Blöcke, sonst dekorieren wir schon mal wieder ein bisschen um. Bitte nicht. Warum sag ich das so? Was habe ich euch getan jetzt? Bro, du checkst, glaube ich, nicht, dass deine große Krabbe hier am falschen Platz ist. Was für ein falschen Platz? Ich war als erstes hier, wo ich habe das so gebaut. Ja, weißt du, da warst du vielleicht von mir aus noch Alpha-Clan-Mitglied und so. Nein, bitte nicht. Ja, du hast recht, Steinchen, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hier, guck mal, die Rotifizierung, das sieht doch echt hübsch aus. Oder Pischta, was sagst du? Nein, bitte, das war knapp. Oh, Steinchen, pass auf, Pischta. Oh. Jetzt wird er auch noch frech. Ich muss hier weg. Nein, ich muss hier weg. Was für weg? Ey, du kannst hier nicht weg, wenn ich dich hau. Warte, er haut. Steinchen, komm. Sag ich selbst, Steinattacke ein. Ja, Steinchen, setz Steinattacke ein. Let's go. Nein. Oh, er ist sauer. Oh mein Gott. Er haut ab. Bro, wo haut der ab? Warte, ich kann safe fliegen, oder? Ja. Und zieh die durch? Hey, da. Bro, was ist deine Mission, Pischta? Wo willst du hin? Er glitscht. Oh mein Gott. Oh, hinterher. Steinchen, komm schnell. Steinchen. Versuch ihn in der Luft abzuschießen. Das war knapp, Bro. Wo geht der hin, Freunde? Nein, der ist jetzt nicht da gerade rein, oder? Nein, Digga. Oh! Wo kam der Creeper auf einmal her? Steinchen, bist du hier? Ich hab gesehen. Hey! Was macht ihr hier? Ha, jetzt. Komm, Pischta hat uns hergelockt. Er hat gesagt, hey, wir sprengen zusammen die Base. Er hat TNT dabei. Er will euch verraten. Nein, niemals sagen. Kiro, guck mal, bei allem Respekt. Ryan, mein Teampartner, war derjenige, der diese krassen Skins besorgt hat. Ja. Und deshalb, willst du hier wirklich alles verwüsten? Ist es das, was in deiner Macht steht? Bro, nein, das war Pischtas Plan.
Er hat uns hergerufen bei der großen Krabbe, hat gesagt, ey Jungs, lass die Schattenkrieger bei euch springen. Und wir so, hä, bist du dir sicher? Das ist crazy, Bro. Also Pisch da, er hat ja schon mal den Alpha-Clan verraten, er ist ja so oder so ein Verräter. Weißt du, warum ich weiß, dass du lügst? Ja, sag's mir. Was machst du hier? Die letzten Tage geweint hat vor mir. Er hat wortwörtlich geweint und ich habe seine ganze Zorn und sein Hass und seine Trauer gespürt. Wow, was sagst du denen? Pischer, was bist du denn für ein Weichei, Bro? Was sagst du das denen? Bro. No way, jetzt, Bro. Keine Ahnung, geht weg, geht hier weg. Oh mein Gott, Steinchen. Hey, so richtig dreckig von hinten. Was geht? Greif an, Leute, lass greif an. Los, kämpft. Hey, 2 gegen 1, ey. Die haben keine Kraft hier, im Nether haben die nur Kraft. Oh mein Gott. Ey, ich hab keine Enderperlen dabei. Oh mein Gott. Ich hab dich gleich. Ich hab keine Enderperlen. Knockback, easy. Er hat Schwäche. Lass mich hier raus. Bleib hier! Ich komm nicht weg! Knockback! Nein! Knockback! Aua! Wo Steinchen? Steinchen! Lass abhauen, Bro! Bro, ich hab keine Enderperlen! Wir können so nicht taktisch kämpfen, Bro! Oh mein Gott, gib mir eine Attacke, Pisch durch! Nein, Pisch, hau ab jetzt! Geh weg! Aua! Bro, mach Tackle. Setz Tackle auf Pischstein. Ja, gut so. Steinchen, zieh dich zurück. Steinchen, Flucht. Steinchen, setz Flucht ein. Steinchen. Ah, los. Komm her. Boah, du hast gut gekämpft, Alter. Wo ist eigentlich Beule? Steinchen, setz Beule finden ein. Ey, Freunde, ich sag euch ehrlich, ich glaube, einfach Steinchen, wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt, hat eigentlich schon den Platz verdient an meiner rechten Seite, als meine rechte Hand. Steinchen ist verwirrt und verletzt sich selber. Warte, Timmy, schreib. Was los, Timmy? Warte, komm, der ist... Ich hab keine Rakete mehr. Warte. Hier, nimm dir einen Stack. Trau dich zum Knast. Okay, komm mit, Steinchen. Wir gehen in den Knast. Jawohl, Digga. Aber Freunde, ich muss jetzt mal ganz kurz ehrlich mit euch sein. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen mit Snoopy und Steinchen und Beule. Dieses ganze Anführersein und so, das fällt mir ein bisschen schwer. Also ich muss mir da ein paar Tipps holen von Timmy. Einmal hier rüber, da drunter, zack, seht ihr das? Ich kenne mich hier aus wie bei der Westentasche. So, Da bist du ja endlich, ey. Warte mal. Ja, da guckst du durch. Woher hast du den Skin, Bro? Ich bin der Auserwählte, Junge. Ich bin der wahre Höllenkrieger. Falls du nicht gecheckt hast, ey. Also, Steinchen hat mir schon was berichtet, dass er dich außerhalb der Zelle gesehen hat, wohl anscheinend. Ja, Steinchen ist ein Verräter, das weiß ich schon längst, Junge. Nein. Steinchen ist auf meiner Seite. Also du bist ausgebrochen, bist zu Rainy heulen gegangen und hast dir den Skin geholt, ja? Ich sag's mal so. Ach, ganz toll. Ganz tolles Kino. Natürlich tolles Kino, Junge. Was dachtest du denn, Alter? Du denkst auch, dass ich blöd bin, oder? Ja, natürlich. Ich sag's mal so. Du wolltest die ganze Zeit, dass ich mich vor dir verbeug, ne? Richtig, sonst wärst du da nicht rausgekommen. Ich hab's vergessen, ich bin Höllenkrieger, ich bin Anführer, Junge. Und weißt Nein. du was? Falls du es nur nicht mitbekommen hast, ich hab mich entschieden. Hä? Ich hatte die Wahl zwischen Muni, Liebe und die Höllenkrieger. Und mein Verstandchen ist Zeuge, ich hab mich für die Höllenkrieger entschieden. Und ich werde die Höllenkrieger zu dem machen, was sie mal waren. Du richtige, eine Armee von Höllenkriegern. Steinchen, stimmt das? Erzählt er die Wahrheit? Stimmt das? Frag doch Styx oder so. Ja, Styx ist die vertrauenswürdigste Person, genau. Okay, dann schau dir einfach mein Video an. Ich habe alles auf Video beweist. Alles gut, dann kannst du da auch noch was anschauen. Hä, gibt's sonst noch jemand, der das beweisen kann, Bro? Ja, Sue war auch dabei. Und ich glaube, hier dieser eine Cites. Nee, die sagt, der auch, aber ich war auch da. Ja, Sitashi war auch da, genau. Ich war auch da. Ja, du auch, du Blödmann. Bro, okay. Ich frag Sue, wenn er das bestätigen kann, weil ich sag mal so, er ist schon eine vertrauenswürdige Person, so ist nicht.
Ach, du vertraust Sue. Ja, das wird dir immer besser mit dir, ey. Oh, ich vertraue ihm nicht, aber ich weiß, dass er nicht lügt. Hängt doch Sue noch die Rüstung, ja? Ja, kann ich machen, Alter. Ist bestimmt ein besserer Weltkrieg als du. Absolut mit Größenwahnsinnigkeitsprobleme, Kiro. Ich sag dir ehrlich. Aber er antwortet eh nicht, aber warte mal. Ich muss sowieso mit dir mal kurz reden. Steinchen, bleib mal kurz da. Bro, du hast komm, hier komm mal mit. Hä? Seit wann steht hier ein Portal, Alter. Digga? Was ist hier alles passiert, Mann? Ich war nur kurz weg. Ja, lief kurz weg. Junge, du hast alles kaputt gemacht, ey. Oh, gar nicht, gar nicht, Bro. Wir haben. Steinchen, ehrlich jetzt. Ja, Pokémon, ich bin immer bei dir. Steinchen, setz. Geh woanders hinein. Boah, sagst du dir, du bist ein Hund, Alter. Krass. Oh, okay, Timmy. Timmy, hör mir zu. Was ist? Es gibt, sag ich mal, ein Problem. Ich habe mir das Anführersein, ehrlich gesagt, ein bisschen leichter vorgestellt. Erzähl weiter. Gestern habe ich, sag ich mal, ein Turnier veranstaltet. Das ging ja darum, dass irgendwer meine rechte Hand werden soll. Zwischen Supi Boyli und Steinchen, ne? Aber, Bro, ich sag dir ehrlich, ich krieg die einfach nicht unter Kontrolle. Das hast du besser hinbekommen. Ach nee, du bist ja voll der Blitzmerker. Ja, jetzt das chill. Ich hab auch krasses Angebot für dich, okay? Ein krasses Angebot. Das kannst du dir nicht entgehen lassen. Ich sitz schon mal und schneide mich an. Ja, schneid dich an. Es wird nämlich krass. Und zwar, was hältst du davon, Bro, wenn wir zusammen die Höllenkriege regieren? Ich soll sie jetzt auch noch teilen mit dir, nachdem du mich verraten hast, ja? Ja, Bro, weil, guck mal, du... Es gibt einen guten Grund auf dieser Welt, warum ich das tun soll. Es gibt mehrere gute Gründe, ja? Oh, okay, dann nenn mal ein paar auf, bin mal gespannt. Okay, guck mal. Grund dabei. Guck mal, du hast, sag ich mal, die ganzen Holzköpfe unter Kontrolle, so. Die hören so auf dich richtig gut, so, ja? Ich habe so gut wie das Vertrauen von fast allen von den anderen und kann Geschäfte abwickeln und alles drum und dran. Also ich bin so ein bisschen das Brain. Hast du denn das Vertrauen von Sue? Ja, so von Tobi bei den Schattenkrieger, Reini, Kristallkrieger, Tridan und so. Bro, wir können richtig dick Geschäfte machen und Sachen abziehen, Digga. Also die denken, du bist der Gute, oder was? Ja, so auf den. Also die vertrauen mir Dinge an. Tridan hat mich auch zum Beispiel als willkommener Gast bei denen in der Base drin. Das heißt, ich kann überall an Informationen rankommen und die beklauen und alles. Wir werden das perfekte Anführer-Duo, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, wir müssen nur mit diesem Kindergartenlaufen klarkommen. Der bullelt sich schon wieder hier. Ich weiß, Steinchen! Ja, das hört sich gut an. Aber ja, deswegen. Wie machen wir das mit der Gewaltenteilung? Soll alles bei dir sein? Soll alles bei mir sein? Oder... Bro, also, wir können das auch alles immer ab sofort gemeinsam entscheiden und solche Sachen. Gemeinsam. Ich meine, so haben wir immer, sag ich mal, zwei Meinungen, weißt du? Dann kann das nie schief gehen. Hörst du jetzt mal auf, Steinchen? Ja, ist eine gute Idee. Ich könnte mal so sagen, ich verzeih dir, dass du mich 4 Tage eingesperrt hast. Du Blödmann, ich werde dich gleich selber... Ich werde dich einsperren, ist mir egal. Du bist eingesperrt. Er kommt als nächstes in den Knast, sag ich dir ehrlich. 100%, ey, das war ein reinstes Chaos mit denen, ey. Jeder hat dir gemacht, was er will. Da konnte ja jeder an meine Ausrüstung ran. Du hast ja alles da in die Kisten reingetan. Ja, richtig. Aber jetzt weißt du, wie es ein Gefangener von uns gehen wird dann, weißt du? Ja, wenn wir da anderen reinstecken. Ja, das wird gut gehen, weil jeder Dulli kann ja da ausbrechen. Niemals, Bro. Dann machen wir das Gefängnis. Dann ist das Nächste, was wir machen. Wir machen das Gefängnis richtig bombensicher. Das geht aber eigentlich nur mit Bedrock. Alles bombensicher. Ja, da hast du ja eigentlich eine Location. Was guckst du eigentlich so, Mann, Alter? Was willst du? Er belauscht uns hier, Mann. Okay, nochmal zurück zu seinem Angebot. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Du bist dann der Diplomatie macht und so mit allen. Richtig, okay? Richtig. Und du hast alle im Griff. Ich im Hintergrund die Fäden und werde Höllenkrieger... Ich sorge dafür, dass jeder seine Höllenkriegersteuer endlich zahlt. Genau, und richtig. Dass sich jeder verbeugt und dass jeder Respekt hat. Richtig. Ich meine, wenn du auch zum Beispiel den Höllenkrieger-Skin bekommen hast, dann hat das ja auch schon was zu bedeuten. Das heißt, die Höllenkrieger sind für uns gemacht, Alter. Ja, also Reini meinte, ich bin der Anführer. Jetzt sind wir es zusammen. Ja, dann sind wir es zusammen. Bro, normalerweise ist es ja... Digga, es ist normalerweise ja immer so die Regel, einmal aus den Höllenkriegern nie wieder rein. Aber... Ich war ja nie draußen, du Doofkopf. Die Sache ist die, wir können uns gegenseitig verzeihen, weil, wie gesagt, du warst und bist eigentlich immer noch mein bester Freund, Timmy, sag ich dir ganz ehrlich. Ja,
Ja, aber du hast schon Vatermord begangen, sag ich dir ehrlich. Na, das kann man alles gegenseitig verzeihen. Steiche, was los? Steiche traurig. Warum Steiche, was los? Bist du jetzt traurig, was Junge, ist los? Was zum Feiern Steiche gebrochen. Hä, wieso Steiche? Warum, weil Moni nicht mehr da ist? Steiche ist nicht besser Freund. Steiche hat gehört, Timmy besser Freund. Ja, Pech gehabt, Blödmann, ey. Du bist Kommt aber auch. Du bist Blödsinn, Steinchen, du bist auch mein bester Freund. Nein, Steinchen, traurig. Steinchen hat es gemerkt. Ja, merkt ihr das? Steinchen setzt Freude ein. Steinchen sucht sich neue Besitzer. Nein, Steinchen, nein! Ja, doch. Entwickel dich, Steinchen, los. Entwickel dich. Steinchen. Oh, er ist sauer, er ist sauer. Besitzer, ich will dich gar nicht haben, Junge. Du hast siehst du, Steinchen, du bleibst bei mir. Ja, bleib einmal bei Kiro. Nein, Steinchen, guck mal, warte. Steinchen, ich hab da was für dich. Guck mal. Steine. Achso, Steine, wenn du Steine haben willst, sag das doch, ey. Hier, ich geb dir ein paar. Zwei, dann noch so halbe. Ja, guck. Steinchen angreifen, Ziel. Was also, ist dein Ziel? Mal so. Nein, nicht angreifen, Timmy. Timmy, Freund. Nein, Timmy, Freund, Rückzug. Steinchen setzt Rückzug ein. Reicht jetzt langsam, reicht, Junge. Sonst muss ich Machtwort aussprechen und dann kommst du in den Knast rein. Steinchen, das ist mir egal. Ich sag ganz ehrlich, Timmy, genau das habe ich vermisst mit dir. Genau solche Sachen. Ich machen, was es mal war. Moni wird mich nicht mehr davon abhalten. Bro, also egal. Also natürlich tut's mir leid, dass dein Herz gebrochen wurde mit Moni und so, aber guck mal. Sie ist eine Piste auf dem Deck. Guck mal, sie hat deine Sicht komplett vernebelt. Du hast die Höllenkrieger verleugnet, aber jetzt hast du, glaube ich, die wahre Sicht erkannt. Deswegen hast du auch deinen Skin bekommen. Ich sag mal ehrlich, du siehst jetzt alles viel klarer. Ja, richtig. Sie wird die Erste sein, die von dem neuen Höllenkrieger-Anführer Doom profitieren wird, Alter. Ja, das Erste, was sie sagte zu mir, als ich gesagt habe, es ist vorbei, da meinte sie, aber dann müssen wir gegeneinander kämpfen. Wie gegeneinander kämpfen? Red doch erstmal mit mir. Ja, die will direkt kämpfen und so. okay, eine Kampfansage, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, oh mein Gott. Ich bin gespannt, wo sie sich anschließt. Ich denke, kommt mit diesen Sticks zusammen oder so. Oh mein Gott. Was sagst du? Steinchen Moni, auch gut befreundet. Ja, befreundet? Ja, hast dich, ey. Du hast dich fünfmal gefragt, ob ihr zusammen sein wollt. Ihr habt dir fünfmal einen Korb gegeben, dass du nicht schämst, ey. Ich glaube, du solltest die Freundschaft beiseite legen, Steinchen, mit dir. Ja, vielleicht solltest du andere das macht keinen Sinn. Beiseite legen. Sonst wird deine Sicht auch vernebelt. Der ist schon lange vernebelt, ey. Ich weiß. Steinchen setzt Steinattacke ein. Nein, Steinchen! Steinchen ist verwirrt und verletzt sich selber. Ja, Steinchen ist lost. Steinchen. Haben wir das geklärt, ja? Ey, ich bin ab jetzt dein neuer Anführer. Hast du verstanden, Alter Steinchen? Ja, okay, gut. Wenn du nur sagst, dann müssen wir ihn fertig machen. Komm. Ey, auf Steinchen! Ja! Sag jetzt ja! Ich bin ein Höllenkrieger-Anführer, Junge! Glaubst du denn, wer du bist, hä? Ja, Steinchen! Ja, Steinchen, setz Rückzug ein! Komm! Beruhig dich! Besser ist es. Steinchen ist schon einer der Besten, sag ich ehrlich. Absolut. Ja, einer der Lostesten, sag ich dir ehrlich, Junge. Der macht den ganzen Tag nur Blödsinn, Mann! Aber er ist jetzt wieder dein Ding. Ja, mein Problem, genau, super gesagt. Ey, ich konnte mit dem gar nicht zurechtkommen. Ehrlich, es haben genau auch ein paar Leute. Genau, die Beule, der ist noch schlimmer, stirbt jede 5 Sekunden. Guck mal. Da müssen wir auch mal was machen, ey. Ja, der muss noch mal richtig Bootcamp von uns erleben, aber guck mal, die Sache ist die. Weißt du, warum ich Mut auch weggegeben habe? Ich hab alle Wörter vergessen, wie mir fällt diesmal ein Sack. Damit wir nicht mehr so, verwundbar sind. Wenn Moni attackiert wird, dann. Haben die anderen Druckmittel, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's kein Druckmittel mehr. Ja. Jetzt sind wir der Druck, Alter. Und richtig, wir sind die Alter. Boah, ja. Gänsehaut. Timmy und Kiru. Timmy und Kiru. Yeah. Ja, Mann. Genau so, ey. Ja, guck mal, ich konnte dich eigentlich die ganze Zeit im Gefängnis halten, weil ich die ganze Zeit mit Muni gedroht habe. So, das war viel zu leicht, Bro. Und so, sowas kann mit deinem Höllenkrieger nicht passieren. Was los? Gibt da was ich dir sagen muss. Diese Base, die Muni da gebaut hat. Ja.
Die hat auch einen Zweck und einen Sinn. Und den werde ich dir eines Tages verraten. Oh mein Gott. Aber dazu kommen wir erst noch. Oh mein Gott, Freunde, ihr müsst unbedingt abonnieren und Glocke aktivieren, dass wir das nicht verpassen, Alter. Natürlich, nur ich kenne das Geheimnis. Oh mein Gott. Und ich will nur dir verraten. Let's go, Alter. Weil wir die beiden Anführer der Höllenkrieger sind. Richtig. Und jeder, der sich dagegen stemmt, der wird fallen wie ein morscher Baum. Der wird das Schwert in seinen Nacken kriegen. Ja, in Nacken, bam, oh mein Gott, rein, oh mein Gott. Junge. Ich hab das eigentlich nicht für möglich gehalten, aber Timmy und Kiro, die neuen Höllenkrieger-Anführer. Bro, du brauchst einen Anführer, der mindestens 20 Herzen hat. Und da gibt es nur einen auf der Insel. Ja, richtig, den stärksten. Die Herzen habe ich nicht ohne Grund und Leute entschuldigen sich nicht ohne Ende bei mir. Verstehst du? Wie viele Kommentare kriege ich täglich, wo die Leute sagen, ey, Timmy hat eigentlich recht. Die anderen sind das Problem, weil die ganze Zeit Bitter machen und Ärger. Ist ja auch so. Die mischen sich irgendwo ein, was die gar nichts angeht, ey. Und das reicht jetzt, richtig. Ey. Ab jetzt werden nur noch unsere Angelegenheiten geklärt. Wir setzen uns für niemanden ein. Auch richtig, der Höllenkrieger. Ja, ich meine, letztens sind ja auch Tridan und Zitashi hierher gekommen, um wieder Fitner zu stiften. Bro, und wir sollen die Bösen sein? Das macht gar keinen Sinn. Das hat man schon bei Kianitz gesehen, wo er die ganze Zeit meine Hochzeit und so stürmen wollte. Richtig, deswegen kriegt er auch einen Diss-Track von mir. Ja, sehr gut, ey. Ich merke mir sowas alles, ey. Und dann sagen die Leute, dass wir die Bösen sind. Ich habe noch nie auf der Insel hier was gesprengt, ey. Richtig. Du? Aber die machen gleich eine ganze Ehe kaputt. Da richtig. Muss man mal checken, wo der Sinn ist, ey. Das muss man ja auch irgendwo wagen, weißt du? Und ja, Mann. Wenn wir vor Gericht landen würden, dann würden wir sowieso Freispruch erhalten, weil wir haben eh nichts gemacht. Ja, außerdem, ich sag's mal so, bis jetzt habe ich noch keinen Admin-Bann bekommen. Und anscheinend gibt es Tobi den Admin ja gar nicht mehr. Und meine Theorie ist immer noch, dass da irgendeine KI dahinter steckt, weil er so programmiertechnisch irgendeinen Fehler gemacht hat. Bro, ich sag ganz ehrlich, das ist auch am naheliegsten. Aber ich persönlich hoffe, dass aus dem Riesenei so ein Chaos-Drachenhuhn rauskommt. Das alles ich kaputt auch, macht. Aber ich sag dir eins, die Höllenkrieger haben immer recht. Und ich werde auch recht behalten. Ja! Das ist einfach so. Verstehst du? Die Höllenkrieger wissen alles immer zuerst. Wir waren die Ersten auf der Insel, als sie hier so weg war. Wir sind auch die Ersten, die natürlich checken, was aus dem Ei kommt, Jungs. Ja, Mann. Du hast einen auch selber gelegt, deswegen. Richtig, richtig. Okay, ja, Mann. Brauchst du noch irgendwas von mir? Nein, Mann. Ich find's einfach gut, dass wir zusammen auf dem Thron jetzt sitzen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns das nächste Thron in der Kapelle da drüben. Ja, Mann. Thron, richtig Alter. Gute Idee. Let's go, Alter. Wir sehen uns, Mann. Ja. Aus Diamanten und Gold am besten. Oh, ich hab let's gehört, go. Da haben Leute eine Goldfarne. Dann könnt ihr doch mal ein bisschen Gold abdrücken, oder nicht? So ein Stack Goldbarren Goldblöcke. Wir müssen wirklich auf Steuereneintreibung jetzt dann demnächst gehen. Ja, ich würde auch sagen Netherite-Steuern. Das würde ich auch feiern. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Okay, Timmy, Alter. Let's go, reunited. Wenn du siehst, ja? Ja, Mann, er ist aber weg. Später. Wir sehen uns.